Willkommen zu Tag 3 hier in Walt Disney World. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 3 hier aus Walt Disney World. Heute geht's in die Walt Disney Studios. Die Walt Disney Studios. Ja, genau, das ist das Pendant im Disneyland Paris. Nein, heute geht's in die Hollywood Studios. So, genau, deswegen das Toy Story Outfit, da gibt's ein ganzes Toy Story Land. Und ja, heute Morgen haben wir schon Lightning Lane gebucht für Rise of the Resistance und Mickeys Runaway Railway. Ach, dieser Zungenbrecher. $15 Lightning Lane für Rise of the Resistance und $10 Mickeys Runaway Railway. Direkt wieder um 7 Uhr gebucht, hat super funktioniert. Man kann sich die Zeiten so früh noch aussuchen. Aber mittlerweile müsste Rise of the Resistance auch ausgebucht sein. Das geht immer relativ schnell. Also am besten, ihr entscheidet euch immer um 7 Uhr morgens, ob ihr was fahren wollt oder nicht. Aber ich habe auch keine Lust, mich jetzt hier in Schlangen anzustellen, über eine Stunde. Ja, wir laufen jetzt zum Skyliner. Wir nutzen heute das erste Mal den Skyliner, denn der Skyliner fährt vom Pop Century zu Epcot und zu den Hollywood Studios. Und der ist nächste Woche leider an der Refurbishment. Das heißt, wir müssen es noch ausnutzen, das ein oder andere Mal mit dem Skyliner zu fahren. Ja. Da waren wir jetzt auf dem Weg. Was sagt die Uhr? Ich glaube, kurz nach 8. Kaffee ist dabei und ja, wir sehen uns in Hollywood. Morgens ist natürlich beim Skyliner hier mehr los. Ja, da seht ihr ihn. Aber es läuft, also es geht relativ schnell. Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney's Pop Century Resort and Disney's Art of Animation Resort. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort with connecting flights to Disney's Hollywood Studios and Epcot International Gateway. In just a few minutes, we will be arriving at Disney's Hollywood Studios. Whether you plan to visit a galactic outpost or play with all of Andy's toys, at Disney's Hollywood Studios, everyone can become the stars of their favorite cinematic stories. Hi. Thank you. Welcome to Hollywood. Wir dürfen ja als Hotelgäste eine halbe Stunde früher rein und die meisten laufen zu Slinky Dog oder zu Rise of the Resistance. Aber da wir Rise of the Resistance Lightning Lane haben, übrigens heißt die Beauty and the Beast Show, die müssen wir uns halt auch noch schauen. Und Slinky Dog, hoffentlich später, ja, irgendeinen Tod muss man sterben, wie man sagt. Aber ich habe tatsächlich in anderen Videos gesehen, dass man zuerst zum Hollywood Tower Hotel und zu Rock'n'Roller Coaster, der direkt hier nebendran ist, gehen soll. Und jetzt ist 8.30 Uhr, die Schlangen haben geöffnet. Und ja, wir gehen erstmal zu Hollywood Tower Hotel, denn da sollen die Schlangen tatsächlich später auch noch länger werden. Oh my God.
door is opening once again. This time, it's opening for you. So, jetzt geht's weiter zum Rock'n'Roller Coaster. Ich erzähle euch gleich was bis zum Hollywood Tower Hotel, denn hier sind nur 5 Minuten Wartezeit. Deswegen los! So werden wir hier zum Rock'n'Roller Coaster laufen. Der Hollywood Tower Hotel, oder das Hollywood Tower Hotel hier. Die Drops sind tatsächlich besser in Paris. Die Story finde ich auch mittlerweile, auch mit den 3 verschiedenen Aufzügen, die wir haben. Oder 4. Weiß gar nicht gerade, auswendig. Ja, also Paris ein bisschen besser, aber hier, also morgens kann man hier direkt hinlaufen mit 15 Minuten Wartezeit. Ist voll okay. Ja, jetzt geht's zu Aerosmith. Den kriegen wir ja bald als Iron Man Coaster. Ja, wir hängen jetzt hier noch ein bisschen beim Hollywood Boulevard rum, haben ein paar Magic Shot gemacht, ihr habt die Parade gesehen, die Pixar Parade. Gleich kommt auch noch Mickey und Minnie vorbei und dann ist auch schon unsere Lightning Lane für Mickey und Minnies Runaway Railway. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich ins Toy Story Land laufen. Ich muss ja noch ein paar Fotos machen. Aber Buzz, Woody und auch die Soldier, also die Soldaten, haben alle mein Outfit erkannt, das war richtig cool. Und ja. Ich mache jetzt noch einen Magic Shot auch vor Mickeys Runaway Railway Attraktion. Also wie gesagt, Fotopassfotografen überall. Und die machen auch nicht nur ein Foto, die machen ganz viele Fotos. Also ganz, ganz toll. Und heute ist das Wetter tatsächlich so, also so trüb. Also die Sonne scheint, ihr seht es, und es ist auch relativ warm. Es soll heute 25 Grad werden, aber es ist so trüb. Aber es ist auch ganz angenehm. Hauptsache warm und man braucht keine Jacke. Take a ride on the train? Excuse me, you there.
Do you mind helping these good people into the cartoon while I fix this here locomotive? Thanks! Be back in a jiffy to pick you all up! Ausschnitte aus Mickeys Runaway Railway gesehen. Wir gehen jetzt gerade zu Frozen Sing-Along, deswegen habe ich die Maske wieder an. Hi! Ja, also ganz, ganz tolle Attraktion, kann ich jedem empfehlen. Und ich fand jetzt $10 für die Lightning Lane wirklich in Ordnung. Wir haben 10 Minuten gewartet, ansonsten war die Warteschlange bei 70 gerade. Ja, also ganz, ganz toll, die Farben, die Story kann ich tatsächlich jedem empfehlen. There's a storm coming, and I need a hand to hold, with the fear of being here on my own. With the winds blowing, and the leaves they turn to gold, like they did with you those summers ago. Die Frozen Show war in Ordnung. Es war eine halbe Stunde. Man sitzt gemütlich im gekühlten Raum. Und ja, ist eigentlich nur eine halbe Stunde, also 25 Minuten so kinomäßig mit Singen und so ein bisschen Entertainment zwischendurch. Das Ende ist tatsächlich ganz cool, wenn Elsa rauskommt, der Schnee fällt und so ein bisschen Magie durch den Saal schwingt, kann man das so sagen. Ja, das Ende ist cool, ansonsten ja, einmal gesehen, brauche ich jetzt aber nicht nochmal gucken. Und jetzt gehen wir endlich mal ins Toy Story Land, damit ich auch mal Outfit fotografieren kann. Ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, eine Runde Slinky Dog zu fahren. Wartezeit gerade 80 Minuten. Ist schon lange, aber wir haben jetzt gerade nichts anderes vor. Rise of the Resistance ist um 2 Uhr. Und ja, deswegen, die anderen wollen auch nochmal Slinky Dog fahren. Vielleicht fahre ich heute Abend dann nochmal im Dunkeln, aber jetzt stellen wir uns erstmal an.
Hallo, guys. Here we go. So, wir laufen jetzt in Galaxy's Edge. Und laufen zu Rise of the Resistance, denn es ist Zeit für unsere Lightning Lane. Now get off the ship. No. Already. She didn't even try to hide her spy equipment. Somebody just told me you're spies, that's you. The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. You'll need it on the bridge. Keep the prisoners. And stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, and those are the prisoners. We are breaching the prison. Your cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Detention block breach. Prisoners must see them then. There they are. Fire. Underestimate their conviction. Raise the shields! Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped! How brave, but ultimately hopeless. Eyes on Beck!
wir haben jetzt Hunger nach Rise of the Resistance. Ich sag auch gleich nochmal meine Meinung zu Rise of the Resistance. Aber wir gehen jetzt heute zu Docking Bay 7. Hier soll das Essen sehr, sehr gut sein. Und ja, wir haben Mobile Order gemacht. Ging super flott und jetzt warten wir, dass wir es abholen können. Ihr habt immer so eine Auswahl. Könnt ihr aber auch in der App sehen. Und ja, das habe ich hier mit dem Hummus. Hier seht ihr auch nochmal, also ihr sucht euch das Restaurant aus und ja, ordert einfach online. Wir konnten auch unseren Dining-Gutschein hinterlegen, das heißt, ihr müsst auch nicht mit Kreditkarte bezahlen. Wenn ihr einen Gutschein habt, könnt ihr den auch nutzen. Wir warten doch noch ein bisschen auf unsere Bestellung und ja, Rise of the Resistance, wirklich sehr, sehr guter Ride. Viele Aktionen, also viel passiert, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ihr habt das On-Ride, also ich werde noch ein On-Ride hochladen und ein paar Szenen nur reinschneiden. Aber es also ist wirklich richtig gut gemacht. Man ist wie in einer anderen Welt. Man ist, als würde man wirklich in einem Star Wars Raumschiff unterwegs sein. Ja, und hinter mir machen die da gerade den Super Zoom. Den blende ich euch gleich mal ein. Das ist auch eine richtig coole Sache. In jedem Park gibt es einen Super Zoom. Da wird man sozusagen rausgezoomt und dann sieht man den ganzen Park und dann sieht man wieder die Person. Ja, auch im Memory Maker enthalten. Ja. $15 hat Lightning Lane for Rise of the Resistance gekostet. Wartezeit, als wir uns angestellt haben, war 145 Minuten. Wir haben jetzt noch mal eine halbe Stunde gewartet mit Lightning Lane. Ist natürlich schon Luxus, wenn man das so sagen kann. Und jetzt haben wir Hunger. So, unser Essen ist fertig. Wir haben hier den Ronto Wrap und das hier ist, den Namen weiß ich jetzt nicht, ist Hummus mit Fleischbällchen, Pita-Brot und Salat. Sieht echt alles sehr lecker aus, kostet so um die $15 um den Dreh. Aber ihr könnt in der App auch nachgucken, was es kostet. Ja, guten Appetit! Das Essen war wirklich sehr, sehr lecker, kann ich jedem empfehlen. War vegetarisch, aber die Fleischbällchen haben wir, also Fleischbällchen. Also überhaupt nicht vegetarisch geschmeckt. War wirklich sehr lecker. Kann ich empfehlen, wenn ihr hier seid. Auch der Roaster Wrap war wohl sehr lecker. Ich habe ihn nicht probiert, aber die anderen haben gesagt, war gut. So, jetzt laufen wir zurück auf den Hollywood Boulevard, denn wir wollen noch schön unter das Biest gucken. Mal sehen, ob wir das zeitlich noch schaffen. Ich glaube, wir müssen rechts lang. Ich bin so ein bisschen aus rechts. Ja, da lang. Genau. Also schön unter das Biest und dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Stündchen hier alleine verbringen. Übrigens ist die Brita-Trinkflasche wirklich sehr, sehr hilfreich. Hier gibt es an jeder Toilette Wasserspender und das Wasser ist tatsächlich gar nicht so eklig, wie ich gedacht habe. Im Vergleich zum Beispiel zum Disneyland Paris, da ist es ja furchtbar. Durch den Filter ist es echt angenehm zu trinken und man muss halt nicht so viel Wasserflaschen mitschleppen. Also Brita-Flasche kann ich jedem empfehlen. Who does she think she is? Right from the moment when I met her, saw her, I said she's gorgeous and I fell. We invite you to relax, pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Never looked at me that way before. And a bit alarming, would have ever thought that this morning. Beast! Oh, I tried to get here sooner. It's over, Beast! Spell is mine! No! How can you be in love with a monster when you can have someone like me?
Stop! He's mine! No! Gaston, no! Beast. Belle. I came back. I couldn't let them do this to you. It's all my fault. At least I get to see you one last time. No, we're together now. I won't let you die. It's better this way. No. No, please, please, don't leave me. Ja, Beauty and the Beast, einfach mein Lieblingsfilm und die Show war wirklich toll. Ich hatte bei der einen Szene wirklich schon Tränchen in den Augen, wo das Beast dann fast gestorben ist. Aber ja, ganz tolle Show, kann ich jedem empfehlen. Hat mich gecatcht. Stimmen waren toll, das Beast war toll. Auch die einzelnen Figuren, Lumière, Herr von Unruh etc. Ja. Ganz klare Empfehlung und jetzt gehe ich mal hier zu Pandora reinschauen. Ich würde sagen, das sind die günstigen Sachen hier, $400 für die Kette. 250 für die Ohrringe. Aber sind schon schöne Sachen dabei. Oh, die Kette ist schön. Die hat irgendwie goldene Schneeflocken. Wenn ihr ganz viel Geld über habt, könnt ihr euch hier dieses Headband kaufen für $1,000 oder die Ohren für 750, aber die gibt es auch bei Shop Disney. Oder gibt es sie? Oder so ähnliche? Ich weiß gar nicht, ob das dieselben sind. Auf jeden Fall, wenn ihr genug Geld habt, kommt hier vorbei. Die haben echt süße Charms hier, einmal hier mit den Donuts oder auch der zum 50. Geburtstag. Der kostet 90 Euro, an dem habe ich ganz, ganz großes Interesse, weil den es auf jeden Fall bei uns nicht geben wird. Das ist echt süß. Und das Armband finde ich auch richtig, richtig schön. Ja, hier ist der neue Spirit Jersey mit den Waffeln. Die Ohren habe ich bei mir im Hotel gesehen, aber so richtig gefällt der mir nicht. Nee, und hier ein bisschen was an Waffeln. Aber ich habe hier Brinas Hoodie gefunden. Den möchte sie ja unbedingt haben. Baymax Pullover. Ja. Den soll ich ihr mitbringen. Und was mir tatsächlich gefällt, zeige ich euch jetzt. Es gibt hier so eine Jeans-Section. Mir gefällt hier dieses Latzkleid. Da. Kostet $60. Ist schon schick. Müsst ihr aber anprobieren, tatsächlich. Finde ich schon geil. Wäre genau mein Style. Ich habe ein bisschen Zeit bis zur nächsten Show. Wir jetzt hier im nächsten Merch-Laden. Da gibt es auch noch ein paar Jerseys. Aber irgendwie, also das Merch haut mich jetzt nicht so um. Ist beim Schmuck war was dabei, was mich interessiert. Ich finde Leggings ganz schön, zeige ich euch gleich. Hier gibt es so ein Spirit-Jersey. Aber ich hatte halt einen Spirit-Jersey im Auge. Das ist dieser mit dem Leo-Muster gewesen. Der war jetzt ausverkauft im Animal Kingdom. Vielleicht kommt der nochmal nach, aber sonst. Hier ist der Popcorn-Jersey.
Haut mich aber jetzt auch nicht um vom Hocker. Kostenpunkt. Kosten alle fast um denselben Dreh. Gibt keinen Preis. Ist auch immer gut. Die müssen so 75, 80 Dollar kosten. Ja, was mir tatsächlich sehr gut gefällt vom Stoff, hätte ich gar nicht gedacht, sind die Leggings, die sie hier haben. Die gibt es ja bei uns so gar nicht. Hier, die haben ganz verschiedene Paar Leggings und die finde ich vom Stoff her echt angenehm. Und welche mir echt gut gefallen sind, hier die. Mit dem Schloss drauf, kosten auch nur, in Anführungszeichen, 40 Dollar. Aber es gibt nicht meine Größe, es gibt S oder es gibt XL. ML, was dazwischen ist, gibt es leider nicht. Hier, die ist auch ganz süß, die Obenhose. Und vom Material her sind die echt angenehm, also hätte ich gar nicht gedacht. Ja, vielleicht finde ich ja irgendwo anders nochmal die in einer anderen Größe, weil die gefällt mir echt gut. Ja, ich habe mir jetzt noch eine Mickey-Brezel geholt mit Cheese Dip, kostet 7,50 Dollar. Also, das ist sauteuer für eine Brezel mit Cheese Dip. Aber standesgemäß muss es sein, natürlich noch ein Foto schießen hier vor Mickeys Run-A-Rail Railway. Ich weiß, ihr liebt das, wenn ich das sage. Ja, also 7,50 Dollar, kein günstiger Snack, aber man ist ja nur einmal hier, ne? Ich komme jetzt mal auf den Weg zu Star Tours, denn die Wartezeit ist gerade 10 Minuten und ja, ich habe jetzt die Maske aufgesetzt, weil hier sehr, sehr viel los ist. Freitagnachmittag, wahrscheinlich alle, die aus der Arbeit kommen, Wochenende, kommen jetzt hier noch irgendwie in die Parks, die hier im Umkreis wohnen. Ja, also fahre ich jetzt so eine Star Tours. Um 7 ist dann eine Show, so eine kleine 50er-Jahre-Show am Tower Hotel. Und um 9 Uhr ist dann nochmal Feuerwerk, also um 21 Uhr. Genau, und ich wollte noch sagen, ich vermisse meine Disney-Buddies schon ein bisschen. Also ich habe kein Problem, alleine hier durchzulaufen oder mit meiner Mama und ihren Freundinnen, aber mit meinen Disney-Buddies ist das doch schon mal was anderes. Denn ja, mir fehlt meine Brina für Fotos, für die Variation an Fotos, sagen wir mal so, Weitwinkel. Porträt normal hinlegen, aus allen möglichen Winkeln. Das wird man sich schon auch für Real-Aufnahmen. Ja, ja, ich weiß sie zu schätzen, meine Disney-Buddies. Aber demnächst sind wir bald wieder vereint. Genau. Ja, jetzt fahre ich eine Runde Star Tours. Star Tours Passenger Mott Warren, please pick up the nearest white courtesy comment. Passenger Mott Warren, to the nearest white courtesy comment. 23 degrees Kelvin. Well. Also Star Tours ist im Prinzip genau dasselbe wie in Disneyland Paris, nur dass es alles auf Englisch ist, dass ich mal den Kontext verstanden habe. Hat schon mal weitergeholfen, aber sonst Warteschlange, Ride, genau derselbe. Aber war ganz nett. Bin einfach durchgelaufen und hier ist auch so ein Merch-Shop mit Star Wars Merchandise. Ja. Ist jetzt nicht so spannend. Hallo, hier spricht die Zukunftsmoni. Ja, ich bin nicht mehr in den Hollywood Studios, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ja, es ist tatsächlich irgendwas mit meinen Daten passiert. Ich hatte ja mein Tablet dabei und habe versucht, um am Anfang so die Tage zu sortieren und meine Daten hin und her zu schieben in Ordnern, dass ich dann zu Hause weniger zu tun habe. Das habe ich auch nur die ersten 3 Tage gemacht. Danach nicht mehr. Und tatsächlich bei diesem Verschieben auf der SD-Karte sind Teile von meinen Daten weggekommen. Ich weiß nicht wie, aber muss sie aus Versehen gelöscht haben. Ich konnte sie leider nicht mehr finden. Und deswegen gibt es einige Szenen des Abends aus den Hollywood-Studios leider nicht mehr. Ich habe zum Beispiel Beacon of Magic geguckt auf dem Tower of Terror Hotel. Tower heißt es auch so? Ich weiß nicht mehr. Also ihr wisst, was ich meine. Das habe ich geguckt. Ich bin dann nochmal ins Toy Story Land, bin da Toy Story Mania gefahren und auch den Alien Swirl. Swole. Habe ein paar Nachtaufnahmen gemacht. Von ein paar Sachen habe ich auch noch Instagram-Aufnahmen, die ich für die Stories gemacht habe. Die werde ich auch noch gleich hier reinposten. Natürlich sind sie Hochformat und nicht die beste Qualität, weil sie halt mit dem Handy aufgenommen wurden. Aber dennoch möchte ich sie euch gleich trotzdem zeigen. Also wie gesagt, die vom Toy Story Mania habe ich leider keine Aufnahmen mehr. Da habe ich wirklich mit der Kamera gefilmt, weil Toy Story Mania ist sowas ähnliches wie Maus und Schokolade. Das heißt, ihr schießt... ihr schießt. Wie bei Maus und Schokolade, ihr zieht an irgendwas, das was ja so in die Arme geht.
und auf Ziele mit einer 3D-Brille. Also wie gesagt, nicht wie im Phantasialand im Maus und Schokolade. Und parallel hatte ich noch meine Kamera in der Hand und habe dann geschossen. Das hatte ich aufgenommen. Wie gesagt, Alien Swirl, das war ganz witzig. Da habe ich ja noch die Instagram-Aufnahme. Und dann habe ich mir abends noch das Feuerwerk angeschaut. Feuerwerk in Anführungszeichen. Das ist eigentlich nur eine Projektionsshow gewesen mit gefühlt 3 Raketen in der Luft. Da habe ich auch noch ein paar Aufnahmen von Instagram, die ich euch auch noch gleich zeigen werde. Es ärgert mich unglaublich, dass diese Daten weg sind. Aber so ist das manchmal. Es passiert und dementsprechend spricht die Moni aus der Zukunft, die während des Schneidens festgestellt hat, dass ihre Daten verschollen sind. Ja, sonst hätte ich tatsächlich die Attraktion nochmal gemacht. Wenn ich es festgestellt hätte, hätte ich die Attraktion noch an einem anderen Tag gemacht, als ich vor Ort war. Aber ich habe es erst gemerkt, als ich zu Hause war. Leider. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mir das verzeiht und auch mit den Aufnahmen für die Instagram-Story zufrieden seid. Und ja, erstmal viel Spaß mit den Instagram-Aufnahmen. Ich fahre jetzt eine Runde Alien Swirl. So ein bisschen ein Mix aus Teacups und Crazy Music oder so. Mal gucken. 35 Minuten Wartezeit. Kann man sich die Zeit auch bis zum Feuerwerk vertreiben. Ganz nett. Konnten wir mal machen zwischendurch. Jetzt fahre ich noch Toy Story Mania. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Buzz Lightyear, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Time to time, people ask me, which is the favorite of all the pictures?
Projektionsshow angeschaut, die ging 10 Minuten und jetzt kommt noch das Feuerwerk und dann geht's ab zurück ins Hotel mit dem Skyliner und ich freue mich auf mein Bett und morgen ein bisschen länger ausschlafen. Dort Feuerwerk in Anführungszeichen oder diese Abendshow kann man sich angucken, muss man aber nicht. Also ich habe es mir jetzt einmal angeguckt, das ist eigentlich wieder nur so eine Hintereinanderreihung von Filmszenen mit gefühlt fünfmal Feuerwerk, also fünf Raketen zwischendurch und das war's, 10 Minuten lang. Ja. Wie gesagt, kann man machen, muss man aber nicht. So, jetzt geht's für mich ins Hotel. Wir sehen uns morgen wieder. Und auch das Auto muss ich jetzt leider von hier zu Hause drehen, denn ja, das war mein Vlog zu den Hollywood Studios. Ich war ein bisschen enttäuscht von dieser Abendshow, also ich habe mir die dann angeschaut, aber so im Nachhinein war ich wirklich nicht zufrieden. Also man hat, ja, war halt eine Projektionsshow mit gefühlt 3 Raketen in der Luft. Kann man mal machen, aber ein zweites Mal hätte ich das nicht gemacht. Alien Server toll, Toy Story Mania hat auch ganz schön viel Spaß gemacht. Ja, das war mein Tag aus den Hollywood Studios. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!